Schön. So, warte mal, klettern. Steigen. Oh Gott, das Willen. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Danke. Sag mal, säufst du? Die Alte säuft? Boah, jetzt wird's ja hier kalt. Boah, leck mich. Ich habe ein bisschen Munition. Zack, zack, zack. Sehr schön. So. Hallo? AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gale. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in Kyrat. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Paganin wird alles daran setzen, dich zu kriegen. Verdammt. Ein paar von Pagans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird einen Kampf geben. Da kommen sie. Halt die Stellung. Hier! Der Feind ist hier! Mann! Die andere Waffe haben wir ja nicht. So, Munition, Munition, Munition. Scheiße. Aua. Scheiße. Vielleicht müssten wir mal rauskommen. Jawohl. So, mal schnell Muni holen. Und das? Lawine! In Deckung! AJ! Lawine! Alter!
Müssen wir nochmal, oder? Ja, nee, ist klar. Man kommt aus der Lawine auch so einfach raus. Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Auch der Prolog haben wir beendet. Sehr schön. Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des Goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale, Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen, Darpan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Hm? Alles klar. Machen wir. Tag. Ich will nichts mit Bagan Min und seinen Soldaten zu tun haben. Ich will einfach nur meine Ruhe. So, okay. Okay, ist ja gut. Der goldene Pfad hat frisches Blut bekommen. Darum werden wir siegreich sein. Wir lassen die Fehler der Vergangenheit hinter uns. Alles klar. Können wir mit dir reden? Es dauert, bis junge Krieger genug Sicherheit haben, den Drill verstehen und über die Ängste und Unwägbarkeiten des Krieges hinwegkommen. Aber das werden sie. Sie müssen. Die Zukunft Kyrats hängt davon ab. Alles klar. Wir sind ja da. So, was haben wir denn hier? Wir sind hier. Seht, wenn der Wind hereinweht. Fühl dich wie zu Hause, mein Lieber. Hast du getrunken? Namaste. Schauen wir mal. Neue Waffen. Gut. Ich kann Ware verkaufen? Okay. Unterhemd. Was soll ich damit anfangen? Lackhandschuhe. Alter Porno. Na komm. Mit Pager. Brauchen wir nicht. Kann man hier. So, was kann man hier kaufen? Wie viel haben wir denn? Oh, Körperpanzerung. Gut. So, das haben wir freigeschaltet.
Oh, Gottes Willen. Oh. Alles klar. 35.000. Oh, um Gottes Willen. Ja, warte mal. Hier drüben. Munition. Nachladen. Jo. Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen und verkaufen kannst. Mach's gut. Alles klar, mach's gut, Mutti. Sag mal, danke. Da gehen wir gleich mal hin. Hier erstmal kurz. Bitte mal. Danke. Mein Ehemann näht gerne. Früher hat er Kleidung für die ganze Familie gemacht. Jetzt stellt er Uniformen für den goldenen Pfad her. Alles klar. Gut zu wissen. Komm ich hier runter, ja. Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer, die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Okay. Würde ich sagen, nicht weit von hier. Haben wir eine Karte oder so was? Ah ja. So. Komm mit da hin. Das machen wir mal. Affen. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Hier lang, wa? Kann ich hier mal so einfach runter? Ja, aber... Da. Okay. Hier mal ein bisschen jagen. Muss man noch ein bisschen Erfahrung mit dem Bogen hier sammeln. Oh, meine kleine Nebenaufgabe. Für den Anfang der Aufnahme. Okay, die geht jetzt auch schon eine Stunde. Ein Auto wäre nicht schlecht gewesen. Naja, jeder ganz macht schlank. Kann man noch machen. So. Ah ja. Oh. Fuck. Na, Mutti? Oder Oma, würde ich sagen.
Und mit jemand sprechen, also. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Felle können wir immer brauchen. Okay. Alles klar. Haben wir hier. Mein Freund Mabir. Ich weiß, dass es viel verlangt ist, dich uns in diesen Kampf anzuschließen, aber nach Paganins Verrat müssen wir Stellung beziehen. Kyrat darf nicht länger Ausländern erlauben, seine Zukunft zu diktieren. Ich weiß nicht, was die Götter mit uns vorhaben. Nun, da Pagan Kyrat geteilt hat, aber ich weiß, dass Widerstand unsere einzige Option ist. Mein tief empfundener Dank gilt sowohl dir als auch Kanan für eure unablässige Unterstützung. So, Munition haben wir hier keiner, kriegen wir hier keiner, alles klar. So. So, hier haben wir noch eine Beutekiste. Und noch ein bisschen Geld. Okay. Komm ich hier vorbei? Ja, komm. Geh mal von hier oben. Wäre, glaube ich, vielleicht besser. Ein bisschen sneaken und dann ist es gut. Ich weiß ja nicht, wie viele Pfeile wir haben. Vier sehe ich jetzt nicht. Da ist nur einer. Kommen wir hier ganz hier schmeidig runter? Da kommen wir. War ganz hier schmeidig. Ich glaube, einen Schuss brauchen wir noch.
So, und der nächste, komm. Sauber. So, dann nehmen wir erstmal das Fell. Lecker, lecker, lecker. So, erstmal die Pfeile genommen. Wie viel Güter haben wir jetzt? Oder ist das nur das Fell? Was ist das jetzt? Ach so. So. Ein Teebeutel. Schön. Altes Geld. Gut. Okay. Mal abschlägen. Okay. So. Das Feld ist voll. Los geht's. Egal. Den Fall muss ich aber erstmal klarkommen. Okay. Einen Blick. So. Ah, hier ist ja noch was.